Es kamen jetzt schon ein paar Nachfragen zu meinem Mietwagen-Experiment in Santa Clarita. Ich habe in den vergangenen Tagen bzw. 2 Wochen das eine oder andere Gespräch geführt, denn das Ganze hat sich nicht wirklich sehr gut entwickelt. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Themen rund um die USA. Ende März erzählte ich ja bereits vom ersten Erfolgsfall von einem Zuschauer hier, der sich aus LA ein Full-Size-SUV mit nach Santa Clarita gebracht hat und diesen dann zum Preis von um die 300 Euro für 3 Wochen behalten konnte. Ende April jedoch gab es einen weiteren Abonnenten, der schon ein kleines Problem damit hatte. Nämlich wurde ihm gesagt, dass seine Buchung bereits seit geraumer Zeit storniert sei und er für den Wagen $4000 zahlen müsse, um diesen für seinen Roadtrip behalten zu können. Nach einigen Verhandlungen wurden daraus $2500, woraufhin er mit dem Check24 einen Notruf telefonierte und eine Kostenübernahme durch BSP bestätigt bekam. Jetzt könnte man sagen, ist doch super, wenn das so klappt. Naja, erstens musste er aber dafür trotzdem in Vorkasse gehen und zweitens hat er das Geld ja auch noch nicht zurück. Dazu muss ich dann irgendwann noch ein weiteres Video machen. Jedenfalls hat er mir seinen Fall geschildert und mir einen Link gesendet, wo man auf seine Buchung bei Avis Einsicht nehmen kann. Und siehe da, auch meine Buchung ist gecancelt worden. Jetzt ist jedoch in beiden Fällen niemand über diese Stornierung informiert worden. Weder bei Got Rental Cars noch bei Check24. Bei beiden Vermittlern steht im System, dass die Reservierung ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und damit fällt dann auch keinem was auf. Ich also auch bei Check24 angerufen und der Dame die Avis-Seite mit dem Storno gezeigt. Sie war offenbar genauso überrascht wie ich und versprach sich darum zu kümmern. Dann passierte jedoch erstmal nichts. Irgendwann kam die Info, dass man mit dem französischen Partner BSP Europe, also dem europäischen Ableger von Got Rental Cars, gesprochen habe und diese seit einiger Zeit versuchen, Avis zu dem Thema zu befragen. Um es ein wenig abzukürzen, eine Antwort gibt es bis heute nicht. Das Dumme daran ist, dass es im Falle einer offiziellen Stornierung zumindest mal eine Möglichkeit gegeben hätte, einen Ersatz zu finden und mit jemandem über eine Mehrkostenübernahme zu diskutieren. Denn das Angebot von 306 Euro bestand ja bis dahin noch. Und nach wie vor könnte ich jetzt meinen Plan durchzuziehen versuchen. Mit dem Full-Size zu 113 Euro von Vegas nach Santa Clarita fahren und zusehen, dass ich die Karre behalten kann. Was aber, wenn es bei mir nun noch anders abläuft und das Auto bereits verplant wurde? Theoretisch habe ich ja überhaupt kein Anrecht darauf. Nicht mal auf ein anderes Fahrzeug, denn die Buchung bei Avis ist ja schon seit Monaten storniert. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einige Zeit gebraucht, um mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass dahinter wohl ein kleiner fieser Betrug steckt und habe mich gerade eben dazu durchgerungen, einen Midsize-SUV in Las Vegas für 1095 Euro zu übernehmen. Check24 versucht parallel dazu, von BSP eine Mehrkostenzusage zu bekommen. Ich meine, ehrlich gesagt war es ja von Anfang an ein unrealistischer Preis, bei dem man als normal denkender Mensch schon davon ausgehen musste, dass damit irgendwas nicht stimmt. Entweder ein Fehler oder eine miese Masche. Gut, beim ersten hat es noch problemlos funktioniert, der zweite ist, hoffentlich, mit einem blauen Auge davon gekommen und bei mir war es dann einfach vorbei. Kann man nicht wissen. Aber mir ist mein Urlaub auch zu wichtig, um mir jetzt gleich am ersten Tag so richtig schön die Planung zu verhageln. Denn eine Variante wäre ja auch noch, dass man in Santa Clarita gar kein Auto hat und ich keine Buchung, die ist ja storniert. Ich wollte in der Geschichte wirklich hart bleiben und es versuchen, doch dann kam das kleine Mädchen in mir durch und hat rumgeheult. Mist! Aber das Leben ist eines der härtesten. Ich bin jetzt mal wieder weg. Stay tuned and have a good one.